Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Ice. In der letzten Folge sind wir dem Kater hinterhergelaufen und stehen nun in der Nähe von einer Straße, die eigentlich jetzt hier sein müsste. Das ist jetzt sehr seltsam, weil von der Seite sind wir eigentlich gekommen und die Straße ist weg. Irgendwie um uns herum ist nur noch Natur anscheinend. Ja, wir sind auf der Suche nach unserem Freund, den Kater, und können ihn leider im Moment nicht finden. Was haben wir denn hier alles? Ah, das hat sie wahrscheinlich jetzt gerochen, dass hier Mülleimer stehen. Das heißt, wir werden uns vermutlich irgendwo in der Stadt befinden. Ray war niemals zuvor so weit weg von zu Hause gewesen. Doch sie stellte sich vor, wie Nani hierher gekommen wäre. Ah, okay. Also es sind wirklich nur ihre Vorstellungen. Also sie kann jetzt den Kater anscheinend doch nicht irgendwie riechen oder spüren oder so. Es sind nur ihre Vorstellungen. Okay. Schauen wir uns hier aber mal ein bisschen um. Ich möchte gerne wissen. Es sieht mir so nach einem Park oder so aus. Wahrscheinlich gibt es hier verschiedene Wege. Ja, hier geht es zum Beispiel auch noch rum. Oder ist ein Haus? Kann ich aber nicht klopfen, so wie es aussieht. Okay. Ist anscheinend doch kein Park, weil sonst würde hier kein Haus sein. Also nehme ich an. Theoretisch kann ja im Park auch ein Haus sein. Okay, wir schauen hier mal so ein bisschen, weil das interessiert mich dann jetzt doch, weil das ja eine komplett andere Umgebung ist. Wie das Ganze hier denn so aussieht. Hallo? Bewegst du dich mal? Ja, das ist komisch. Manchmal bleibt sie einfach hängen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie an meiner Tastatur liegt, weil mein W anscheinend so langsam aber sicher ein bisschen den Geist aufgibt. Ja, ich nehme einfach viel zu viele Let's Plays auf, habe ich festgestellt. Meine Maus ist regelmäßig kaputt. Oh, was ist das? Ach, so ein Auto. Mein ASWD insbesondere, also meine Tastatur ist regelmäßig im Eimer. Ja, und mein Joypad ist auch wieder für den Arsch im Moment. Nein, für den Arsch noch nicht, aber die Taste. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh. Leute, ernsthaft. Machen hier einfach aus so ein Auto und Rasenmäher. Das geht ja gar nicht. Okay, keine Ahnung, warum wir jetzt da. Ja, gut, wahrscheinlich damit wir da nicht runterfallen. Gehen wir da jetzt nicht weiter. Was ist denn hier sonst noch? Ich weiß ja jetzt nicht, wo der Kater überhaupt rumgegangen ist. Achso, da kann man nicht rein. Ja, das ist wahrscheinlich von dem Haus, was wir da gesehen haben. Okay, dann schauen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Also, wie ich ja schon gesagt habe, das ist diesmal ein Let's Play, wo nicht allzu viel passiert. Also, sprich, es ist jetzt nicht großartig Action drin und es ist eine kleine Story drin, ja, das auf jeden Fall. Und es interessiert mich auch wirklich, wie das Ganze hier weitergeht. Ich finde es von der Optik her sehr, sehr schön gemacht. Auch von, also die Grafik, ja, das Spiel der Farben, wie sie das Ganze gemacht haben. Also sprich, dass sich hier immer wieder etwas Neues, ja, bildet, entsteht. Eben dadurch, dass sie ihre Umgebung kennenlernt, indem sie die ertastet oder hört oder ähnliches. Ja, und dadurch kriegen wir halt auch die Umgebung erst so richtig mit. Okay, also hier konnten wir jetzt nichts machen. Moment, aber von da sind wir doch gekommen. Genau, von da sind wir gekommen. Müssen, nee, da hinten können wir aber nicht runter. Da können wir hier dann öffnen oder irgendwas anderes machen. Anscheinend nicht, weil da sind auch keine grünen Zeichen. Ah, sieht immer so ein bisschen aus, als ob sie da dirigieren will, aber anscheinend doch eher nicht. Da hinten ist aber eine Brücke, da könnten wir mal rübergehen. Okay, irgendwas spürt sie, wahrscheinlich so ein Lufthauch oder so, der hier durch die Mauern kommt. Nehme ich an. Ja, dann gehen wir mal hier weiter.
Und schau mal einmal übers Wasser, so wie es aussieht, über den Bach. Also jetzt gehe ich nicht ganz so zimperlich hier rüber, weil ich gehe mal davon aus, dass man jetzt hier kein Mädchen runterfallen lassen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die Brücke oder die Brücken überall fertig ausgebaut sind. Das ist nicht dein Kater oder dein... Oh, das ist ein Hund, oder? Moment, wir machen erstmal die Seite ein bisschen. Was kommt jetzt? Bist du ein Biberhund? Du bist so komisch am Bellen. Bellende Hunde beißen nicht, sagt man immer, aber. Bist du überhaupt ein Hund? Du siehst aus wie eine große Ratte irgendwie. Ja, wir dürfen nicht zu nah dran vorbei, nehme ich an. Oder wir kommen gar nicht. Doch, hier oben können wir rum. Oh je. Aber da ist die Straße, da muss ich doch rum. Oh. Aber hier ist auch nochmal ein Weg. Ich glaube, wir sollen dem wirklich einfach folgen. Kommen wir da jetzt wieder auf die Straße zurück? Ist das der gleiche Hund jetzt? Ich glaube ja, ne? Oh, also da kann man schon gut verstehen, dass das Mädchen doch sehr ängstlich ist hier oder dass ihm sehr unbehaglich ist. Und dann geht ja auch die Musik, geht dann so richtig dramatisch auf einmal los. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, weshalb man die Musik hier nicht abstellen kann. Oh, da ist schon wieder einer. Das ist aber definitiv jetzt ein neuer. Bewachen die da die Straße oder was? Das ist ja schlimm. Kommst du ja nirgendwo hin, ohne dass da so ein bellender Hund steht? Nee, jetzt da nicht auch, oder? Nee, das ist ein Vogel, ich dachte gerade schon. Okay, also hier wohl fühlt sie sich auf jeden Fall wesentlich wohler. Was ist denn das da hinten? Was bist du? Ach, dürfen wir nicht erfahren, da ist eine Mauer, okay. Ja, bissige Hunde, oder wie soll ich mir das hier vorstellen? Ach, das ist wieder so eine Krähe, die sie nicht mag, okay. Aber ich muss doch eigentlich hier durch, oder? Oh ja, ich denke ja. Oder ich kann. Nee, da oben ist der Hund. Aber an dem Hund könnten wir doch theoretisch hier vorbei. Oder kommen hier jetzt wieder Büsche? Bei meinem Glück ja. Na? Nee, da geht der Weg weiter. Komm, lauf. Also laufen brauchst du nicht, aber dich zumindest ein bisschen bewegen. Ah, ist schon wieder alles abgesperrt hier. Ich weiß, da sind die Hunde, aber. Oha. Ach so. Ah, verstehe. Sie hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass das ein bissiger Hund ist. Dabei hat der Hund die ganze Zeit nur die Enten hier blöd angemacht. Also angebellt. Okay, verstehe, verstehe. Ah, ich habe jetzt auch gedacht, gleich springen die Hunde. Aber warum waren das dann so viele? Verstehe ich nicht. Okay, wir versuchen hier mal so ein bisschen mittig drüber zu laufen. Immer wieder die Kirchenuhr. Ich würde aber gerne auch was von der Umgebung sehen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil hier sieht man ja wirklich gar nichts. Aber ich will jetzt auch nicht komplett vom Weg abkommen. Man darf auch nicht so wirklich viel sehen, habe ich so das Gefühl, weil man überall die Büsche hat. Ja gut, hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann relativ gut in der Spur bleibt, sage ich mal. Hat natürlich den kleinen Nachteil, dass man nicht so viel erkunden kann. Okay, hier wird wieder zugemacht. Okay, da kommt der nächste.
Das ist ein Pferd, oder? Oder soll das das Knurren vom Hund sein? Ja, komm. Geh weiter. Dahin kannst du. Los. Das wird mich jetzt wirklich mal interessieren, ja. Okay, man kann es leider nicht aufdecken. Naja, also ich denke mal, dass das jetzt das Knochen vom Hund gewesen sein sollte, aber der... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Ich bin heute irgendwie sehr schreckhaft. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier überall irgendwas erwarte, dass hier gleich eine Katze raus... beziehungsweise ein Kater rausgesprungen kommt. Ist das jetzt eine Schule oder was war das hier gerade? Hörte sich schon fast so an. Aber ob der Kater noch zur Schule geht, ich weiß ja nicht. Hallo. Wer ist... Elu? Komm hier. Lili. Nee. Halt. Papa. Oh, der. Lili hatte mal ihren Ball verloren und brauchte Reys Hilfe. Oh, der. Ja. Das haben wir gehört. Ich nehme mal an... Ach, da dürfen wir noch nicht hin. Okay. Hier ist alles zu, ne? Da wahrscheinlich auch. Toll. Oh, der. Oh, ja, genau. Wie kommen wir da jetzt hin, wenn hier alles abgesperrt ist? Ist da auch abgesperrt oder können wir da wenigstens rum? Da geht es zumindest runter. Ja, das ist ja schön, dass du mir immer sagst, welchen Weg ich gehen soll. Ich weiß aber nicht, welchen du meinst. Ja, hier nehme ich an, das alles zu. Ja, das wird auch zugemacht, ja. Dann müssen wir mal gucken. Das wäre dann links rum wahrscheinlich gehen. Können wir hier vielleicht etwas schneller gehen? Auch nicht. Man sollte ja eigentlich meinen, wenn sie den Weg schon gegangen ist gerade... Ja, ich weiß, dass du mir sagen möchtest, wo der ist. Das Problem ist nur, oder kann ich hier, da kann ich aber nicht drüber steigen oder so, oder? That way. Ja, ja, das ist mir schon klar. Mädel, verstehst du das nicht? Ich muss irgendwie darüber kommen. Oh, there. Überall, wo ich hier entlang gehe, komme ich ja nicht rechts runter. Oh, there. Ja, ja. Tu mich auch. Ja. Das ist natürlich sehr blöd, wenn jetzt hier überall alles nur zu ist und wir hier nicht ein einziges Mal... Jetzt kommt wahrscheinlich ein Busch. Oh, ich mich jetzt... Jetzt habe ich mich erschrocken, weil sie sich erschrocken hat. Also ehrlich. Da ist man so schön in Gedanken versunken, will gerade was erklären. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja. Hier wird aber auch nichts grün, dass man da irgendwie mal drüber klettern könnte oder so. Na? Na? Oh, perfekt. Ich kann hier rein. Die Frage ist jetzt nur... Ach, das ist ein Spielplatz. Ah... Nein. Benutzt das. Los. Gerade konntest du es noch benutzen. Wir wollen das jetzt machen, bevor wir den Ball zurückholen. Wenn wir sowas schon finden. So, jetzt aber. Ja. Oh. Wir haben die Errungenschaft einsam freigeschaltet. Das ist irgendwie keine schöne Errungenschaft. Macht aber so ein bisschen melancholisch. Ach, da kommen wir nicht weiter. Ja, super.
Kann ich denn auch die Rutsche hier runterrutschen? Ich weiß nicht, kann man das auch benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich glaube, das war jetzt nur auf das andere bezogen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, das probieren wir mal eben. Nee, das können wir nicht machen. Schade. Ja, und noch mehr schade ist, dass wir jetzt zwar hier auf den Spielplatz drauf kommen, aber nicht dahin, wo wir eigentlich den Ball finden müssen. Oder kommen wir da von der anderen Seite vielleicht doch noch rauf? Das müssen wir mal gucken. Das wäre nämlich sonst wirklich sehr schade, wenn wir den Mädchen jetzt nicht helfen können. Okay. Da kommen wir nicht drauf. Wir gucken hier mal eben kurz, was hier noch so ist. Ich meine, die Zeit müssen wir haben. So. Ich glaube, hier war auch irgendwo der Hund in der Ecke. Das ist hier abgezäunt. Ja, okay. So. Also, der Zaun geht da hinten runter. Ich gehe mal stark davon aus, ich kann sie jetzt nicht mehr sehen, dass der Ball wahrscheinlich hier so rüber... Ach so, da hinten rechts war das. Nein, nein, nein. Lass mich da durch. Sehr schön. So, dass der irgendwo hier in dem Bereich theoretisch liegen müsste. Da kommen wir nicht rein. Ich höre sie. Also ich meine, das war das Mädchen. Ja, genau. Ah, okay. Super, zumindest kommen wir hier schon mal rein. Irgendwo hier müsste der da. Ach, das ist er doch. Aber nicht werfen. Nimm den lieber so mit. So, dann können wir wieder zurückgehen. Fast schon ein bisschen schade, weil ich würde gerne die Gegend noch so ein bisschen erkunden, aber... Ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel Zeit in den einzelnen Folgen hier verbringen. Ach ja, jetzt weiß ich, warum das Ding Walking Simulator hieß. Ach ja. Aber gut, wie gesagt, es passt halt zur Story, weil, wie gesagt, ein blindes Mädchen, ja gut, ein blindes Mädchen vielleicht, ne, dadurch, dass es ein Kind ist, aber normalerweise blinde Leute laufen ja nicht einfach so in der Gegend herum mit Vollgas und ohne zu wissen, was vor ihnen kommt. Deswegen, bei ein bisschen schneller gehen hätte dem Mädchen auch nicht geschadet, muss man jetzt auch dazu sagen. Dann ist es zwar vielleicht nicht ganz so, oh, nicht ganz so realistisch, aber ja. Dann, was ist jetzt? Ach so. Nun brauchte Ray ihrerseits Hilfe. Konnte Lily ihr dabei helfen, Nani zu finden? Vielen Dank, neue Freundin. Doch, da komme ich rum. Ich wollte gerade sagen, oder auch nicht, weil ich gar nicht rüberkomme. Aber das funktioniert. Wenn sie sich nicht immer so erschrecken würde, würde ich das auch nicht tun. Jetzt bewegt sie sich nicht mehr. Oh oh. Schuh.
Okay, umdrehen kann sie sich anscheinend nicht. Das ist nicht gut. Komm, steh auf, steh auf. Eieiei, hoffentlich lässt der Hund uns jetzt mal in Ruhe hier. Das ist ja gefährlich. Wie kann man überhaupt so einen Hund halten, der hier so auf Kinder losgeht? So, schnell hier weg aus dem Grundstück. Puh. So. Wo kommen wir jetzt hin? Das ist die große Frage.